Also keine Angst, wir zwar singen jetzt nicht, sondern... Vielleicht doch. Jingle Bells, Jingle Bells. Nein, Scherz. Wir wollen wissen, was tut sich heute? Ja, heute haben wir Swinging Christmas hier im Stadtamt. Wir befinden uns hier im Trauungssaal und Festsaal. Normalerweise finden die Gemeinderatssitzungen statt, Neujahrsempfänge und so weiter. Und seit einiger Zeit darf ich den Saal ab und zu für Veranstaltungen nutzen. Und heute ist Swinging Dream Team wieder bei uns zu Gast, die schon einige Male hier zu Gast waren. Wir sind ziemlich ausverkauft, also der Saal wird ziemlich voll werden. Und ich freue mich auf ein ganz stimmungsvolles Weihnachtskonzert. Das ist aber noch nicht die letzte Veranstaltung für heuer, ne? Nein, es gibt noch einige. Wir haben noch nächste Woche haben wir Qigong, ganz neu im Programm. Agnihotra machen wir schon öfter. Dann haben wir noch die große Weihnachtslesung mit der Christine Frey und dem Herbert Aigner im Napoleon-Museum. Und dann gehen wir schon ins neue Jahr. Und im neuen Jahr geht es wieder lustig weiter mit Neujahrskonzert, Musical-Gala und vielen, vielen mehr. Also ich mache mir keine Sorgen, dass wir bei euch nichts zu tun haben. Nein, bei uns ist immer was los. Dann sage ich dir schon recht herzlichen Dank. Gerne. You better watch out, you better not come, better not fall, I tell you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, watching it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is man sagt, der Applaus ist der Lohn des Künstlers. Ja, heute seid ihr reich geworden. Heute sind wir reich geworden, ja. Also ganz, ganz tolles Publikum. Es ist auch immer wieder berauschend fast schon, gell? Ganz super. Jetzt habt ihr ja ein ziemlich arbeitsreiches Jahr hinter euch, ein ereignisreiches Jahr. Habt ihr schon ein bisschen ein Resümee gemacht? Ich habe ein Resümee. Es ist also heuer was wirklich ganz, ganz hervorragend. Also von Anfang des Jahres bis jetzt, super Publikum, super Locations, wahnsinnig gute Programme, die wir zusammengestellt haben, und ich freue mich da irrsinnig, dass uns das gelungen ist und dass wir die Leute glücklich machen können. Thank you.
Wir verfolgen euch ja jetzt schon einige Zeit, sind doch schon ein paar Jährchen, aber ich habe das Gefühl, es wird sich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln. Na, so soll es ja sein. Ja. So soll es sein, gell? Nein, das ist schon wichtig und ja, natürlich, also wir arbeiten an uns, wie es bei Künstlern oder bei vielen Künstlern so ist. Wir wollen natürlich unser Publikum erfreuen und immer wieder mit neuen Sachen erfreuen und auch von den Künstlern selber, die immer wieder bei uns dabei sind, und wir erweitern natürlich auch die Instrumentalstücke und die Instrumente überhaupt, und das ist halt einfach schön. Eine zweite Linie auch noch, ne? Ja, natürlich. Ich habe also die Wiener Lieder singe ich. Das ist mir eigentlich schon in die Wiege gelegt worden. Ich habe immer den Strasshofer Operettensommer, der nächstes Jahr wieder am 11. August ist. Also so wie heuer, war glaube ich auch am 11. August, du warst da, gell? Und ja, wienerisch, Schlager, und ich bin auch dabei, ein neues Programm was Neues auf die Beine zu stellen, aber das verrate ich noch nicht. Das ist noch ein Geheimnis. Das heißt, wir können uns auf ein nächstes Jahr auf ein interessantes künstlerisches Jahr freuen. Oh ja, das glaube ich schon. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und noch einmal Gratulation für das ausgezeichnete Konzert. Dankeschön. Schön, dass ihr da wart. Ja. Danke. Es gebracht und niemand hatte noch um seine Gnade. Tücher, die wickeln mit einem Gebet, wurde das Kind die Wiege gelegt. Am Himmel gingen Sterne auf, Halleluja. Halleluja. Stehen, der das Alterslevel gesenkt hat. Ziemlich. Ja, genau. Darf ich sagen, du? Sicher, natürlich. Ja, okay, du bist 19 Jahre alt. Richtig. Ist das eine Leidenschaft, Schlagzeug? Ich spiele jetzt seit 11 Jahren mittlerweile, und es begleitet mich durch mein Leben, hat mich schon immer durch mein Leben begleitet. Es ist einfach, es taugt mir, es macht mir irrsinnig viel Spaß,
Und dadurch komme ich halt auch mit vielen Leuten irgendwie zusammen. Musikrichtung, die dir besonders liegt? Besonders? Ich bin ziemlich vielseitig, was Musik angeht, aber so Rock und so Metal, so, das ist so eher meins. Ja, und bei Schlagzeugern gibt es ja meistens ein Vorbild. Hast du auch eins? Jojo Meyer. Ja, der ist Legende, der Typ. Der ist wirklich sehr gut. Hast du eigentlich vor, auch in dem Bereich weiterzumachen, berufsmäßig das zu machen? Ja, ich hoffe es, ich habe auf jeden Fall vor. Also es wäre natürlich mein Traum, mit Musik Geld zu verdienen, um die Welt zu reisen. Das ist natürlich, ja, also ich habe es auf jeden Fall vor, ich hoffe es. Na, dann wollen wir da die Daumen drücken, dass das auch klappt, und wie gesagt, das war eine super Vorstellung. Ja, vielen Dank, sehr Spaß gemacht. Okay, danke. Danke.